Hallo meine Lieben, heute habe ich wieder ein neues Video für euch und heute möchte ich euch gerne wieder ein paar günstige Alternativen zu teureren Produkten zeigen. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt mit diesem Video und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Wir starten mit zwei Haarölen. Ich habe hier einmal die teurere Variante, die kommt von Vella. Das ist ein Haaröl mit Arganöl und ein sehr ähnliches Produkt hat Pantene Pro-V rausgebracht. Auch ein Haaröl mit Arganöl und genau dadurch kennzeichnen sich bzw. zeichnen sich diese beiden Haaröle eben auch aus. Durch diese hohe Konzentration an Arganöl. Beide enthalten noch so ein paar Zusatzstoffe, aber sie sind von der Inhaltsstoffliste sehr, sehr ähnlich aufgebaut. Ich habe hier auch nochmal beide Inhaltsstofflisten gescreenshottet und ja, ein bisschen drin rumgeschrieben und markiert, damit ich euch etwas dazu erzählen kann. Also es ist so, dass bei beiden Produkten gerade der erste Teil der Inhaltsstoffliste identisch ist. Sie setzen beide auf exakt dieselben Silikone. Sie enthalten bedingt wasserlösliche und wasserunlösliche Silikone. Wie gesagt, ich mache dieses Silikonthema jetzt nicht nochmal auf, aber wie ihr ja mittlerweile wisst, es lassen sich, ich sage jetzt einfach mal, fast alle Arten von Silikonen auch wieder rauswaschen. Auch wenn sie nicht wasserlöslich sind, sind sie dennoch häufig löslich, wenn man die richtigen Tenside bzw. recht starke Tenside anwendet. Was tatsächlich auch bei beiden Haarölen so ist, ist, dass sie eine recht hohe Konzentration an denaturiertem Alkohol enthalten. Der wird hier allerdings durch bestimmte Öle bzw. durch recht viele Öle, die in beiden Produkten zu finden sind, wieder abgeschwächt. In dem Produkt von Vella wird allerdings deutlich mehr auf Öl gesetzt. Also neben Arganöl lässt sich beispielsweise auch Mandelöl bzw. noch andere Ölsorten finden. Bei dem Produkt von Pantene Pro-V ist es so, dass neben dem Arganöl zwar keine weiteren Öle enthalten sind, allerdings Feuchtigkeitsbinder wie Panthenol und die sorgen natürlich auch nochmal für diesen geschmeidig machenden Effekt. Also so haben beide einfach ein sehr, sehr ähnliches Ergebnis oder erzielen beide ein sehr, sehr ähnliches Ergebnis auf den Haaren. Sie sind auch beide von der Konsistenz her eigentlich identisch. Sie fühlen sich halt ein bisschen typisch an für so eine Silikonöle. Sie sind auch beide transparent. Also haben keine Farbe. Das von Vella, das riecht so ein bisschen mandeliger, ein bisschen süßer. Das von Pantene Pro-V ist vom Duft her vielleicht ein bisschen blumiger, ein bisschen stechender. Aber es sind zwei Düfte, die jetzt auch wirklich völlig angenehm sind, also nicht störend oder so. Ich habe das Ganze recht großzügig einfach mal auf beiden Seiten aufgetragen, damit ihr den direkten Vergleich halt wirklich habt. Ich kann nur sagen, hier merkt man wirklich kaum einen Unterschied bei den beiden Produkten. Und ich hatte euch die günstigere Variante ja auch schon auf Instagram gezeigt. Und da haben mir einige schon von euch geschrieben, dass das ihr Go-To-Haaröl ist. Außerdem möchte ich euch nochmal auf diese Alternative hier aufmerksam machen. Das ist eine Lippenstift-Alternative zu dem sehr gehypten, überaus beliebten Lippenstift von Charlotte Tilbury, die Pillow Talk Variante. Das günstigere Produkt stammt von L'Oreal und das ist die Nummer 173 aus dieser Kalorisch-Reihe. Ich habe euch dieses Produkt bereits gezeigt. Allerdings habe ich festgestellt, dass es einfach immer noch so ist, wenn ich den Pillow Talk Lippenstift hier von Charlotte Tilbury anspreche, dass mich da super viele nach einer günstigen Alternative fragen. Deshalb wollte ich sie euch einfach hier nochmal zeigen. Es ist für mich wirklich das perfekte, ich wollte es gerade wieder sagen, nein, die perfekte Alternative. Ihr wisst, bei dem Wort muss man mittlerweile ein bisschen aufpassen. Ich finde, in der Verpackung sieht man vielleicht noch so einen kleinen Farbunterschied, weil das Produkt von L'Oreal etwas rosiger wirkt. Ist auch tatsächlich geswatcht noch ein bisschen so zu sehen. Wenn man das Ganze dann auf den Lippen allerdings aufgetragen hat und nebeneinander anschaut, sieht man diesen farblichen Unterschied kaum noch. Und es ist von der Konsistenz her auch ein sehr, sehr ähnlicher Lippenstift, weil er nicht ganz matt ist. Er ist aber auch nicht super glowy. Er ist vielleicht ein bisschen mehr glowy als der Charlotte Tilbury Lippenstift, aber wie gesagt, hat schon eine ähnliche Konsistenz und ist auch, was die Haltbarkeit angeht, dem von Charlotte Tilbury wirklich sehr ähnlich. Wie gesagt, es ist ein Produkt, was ich euch bereits gezeigt habe, aber dadurch, dass immer noch so viele Nachfragen dazu kommen, dachte ich, binde ich das hier nochmal ein. Weiter geht's mit Parfüm-Alternativen und zwar habe ich hier nochmal ein paar Varianten von La Riesée. Wie gesagt, wenn ihr mich schon lange kennt, dann kennt ihr auch La Riesée. Allerdings ist das doch für den einen oder die andere immer wieder etwas Neues. Und ich weiß, dass gerade zur jetzigen Jahreszeit das einfach perfekt ist, das Ganze nochmal anzusprechen, denn es sind die perfekten Geschenkideen, sage ich euch. Ich habe selber schon so häufig Parfüm-Alternativen verschenkt. Also zumindest an die Leute, von denen ich wusste, was ihr Lieblingsparfüm ist. Und hier habe ich jetzt einmal das teurere Produkt von Lancôme, das ist dieses Idol-Parfüm. Und von La Riesée ist die Nummer 179, wie gesagt, die perfekte Alternative dazu. Von dem Lancôme-Duft habe ich tatsächlich jetzt nur die kleine Variante, die ja schon, wie gesagt, enorm teuer ist.
Und auf dieser Seite trage ich nochmal die 179 auf. Wie gesagt, ich finde, es ist so ein ähnlicher Duft einfach. Also man merkt vielleicht ganz zu Beginn noch eine etwas unterschiedliche Note. Aber sobald beide Produkte ihren Duft entfalten und den Duft entwickeln, den sie dann auch den Tag über die ganze Zeit innehaben sozusagen, werden die beiden wirklich so identisch. Also es ist ein blumig-pudriger Duft, so würde ich ihn beschreiben. Er ist allerdings nicht super süß. Er geht schon mehr in diese blumige Richtung. Ich nehme auch so ein paar Fruchtnuancen wahr und würde euch hier einfach nochmal die Duftnoten von beiden Parfüms einblenden, sodass ihr auch wieder den direkten Vergleich habt und seht, dass das, wie gesagt, das gleiche ist. Die Alternative zu dem Prada Paradox Parfüm, was ja super beliebt ist, habe ich erst vor kurzem tatsächlich festgestellt, dass es da so einen Hype drum gibt, ist von Larisé die Nummer 188. Die hatte ich euch auch schon gezeigt. Allerdings ist das auch wieder so ein Produkt, zu dem ich schon so häufig angesprochen worden bin. Also ob ich eine Alternative zu dem Prada Paradox Parfüm kenne. Deshalb zeige ich euch auch hier nochmal die Alternative. Kann euch hier auch nochmal den Duft beschreiben. Das ist für mich ein sehr, sehr fruchtiger Duft, der tatsächlich sehr aromatisch fruchtige Noten enthält, die für meinen Geschmack aber tatsächlich nicht zu sehr in diese quietschige Richtung gehen und damit nicht zu unangenehm werden, sondern einfach etwas spezieller sind. Auch hier blende ich euch, wie gesagt, nochmal die Duftnoten ein. Aber hatte ich euch auch schon mal gezeigt, wollte ich euch nur nochmal jetzt empfehlen, ist vielleicht ein schöner Tipp zum Verschenken eben, weil dieses Prada Paradox Parfüm so beliebt ist. Und Larisé hat nicht mehr alle Düfte so auf Vorrat. Deshalb habe ich euch die jetzt gezeigt, die auf jeden Fall noch da sind. Und auch noch ein Favorit von mir und auch schön, wie ich finde, zum Verschenken, ist die Nummer 855. Das ist ein Duft, der Nif-Creme heißt. Also könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, wozu es ein Pendant sozusagen darstellen soll. Es ist dem Nivea-Duft enorm ähnlich, geht allerdings ein bisschen mehr in diese spritzig-zitrische Richtung. Also hat mehr Spritzigkeit als der normale Nivea-Duft und dennoch nimmt man diese cremig-pudrigen Nuancen auch wahr. Also es ist für mich auch ein ganz toller Duft, den kann ich immer tragen, egal zu welcher Jahreszeit. Man riecht einfach immer wie frisch geduscht. Wie gesagt, auch was ganz Tolles zum Verschenken. Ich habe auch immer noch einen 20%-Code, den ihr anwenden könnt. Den packe ich euch auch nochmal in die Infobox und da findet ihr auch nochmal meine Landingpage mit meinen Favoriten. Außerdem habe ich hier zwei Mascaras. Das ist einmal die teure Variante von Too Faced. Auch eine sehr gehypte Mascara, ihr kennt sie. Kommt in einer recht schweren Verpackung. Das ist auch so ein bisschen kennzeichnend, finde ich, für diese Mascara. Und von Manhattan gibt es dazu seit einigen Monaten wirklich eine tolle, günstige Alternative. Von Too Faced habe ich hier die braune Variante. Von Manhattan die Black-Brown-Variante oder Brown-Black-Variante. Ich weiß gar nicht, wie rum. Black-Brown. Also beide haben diesen bräunlichen Touch und sollen so für einen etwas natürlicheren Look sorgen. Ich finde, Mascaras bzw. braune Mascaras werden ja auch gerade wirklich enorm gehypt. Und als ich die Manhattan Mascara gekauft habe, habe ich mir das Bürstchen so angeguckt und dachte, das kommt dir doch bekannt vor. Also ich finde, von der Größe her ist es vielleicht so, dass die Manhattan Bürste einen Ticken länger ist, aber von der Form sind die fast identisch, haben diese Sanduhrenformen. Ich finde, hier bei diesen Farbnuancen ist es aber so, dass die von Too Faced auf den ersten Blick schon noch ein bisschen bräunlicher wirkt als die von Manhattan. Hätten. Aufgetragen ist es allerdings wieder so, dass ich bei beiden nicht so richtig stark eine braune Farbe wahrnehme. Also sie wirken schon wie so ein etwas sachteres Schwarz einfach auf den Wimpern. Kann ich nicht ganz einschätzen, ob das normal ist, weil ich nicht so viele Mascaras, also braune Mascaras kenne. Aber ich finde es jetzt bei beiden auch nicht schlimm, muss ich sagen, weil sie dafür einen tollen Effekt haben. Also sie lassen beide die Wimpern sehr, sehr viel voluminöser wirken, schaffen es dabei trotzdem, die Wimpern zu definieren, sie etwas länger erscheinen zu lassen und sorgen einfach für so richtig große, aufgeweckte Augen sozusagen. Ich weiß, auch zu der Too Faced Mascara gibt es ja mittlerweile wirklich einige Alternativen, aber ich muss sagen, die von Manhattan hat sich schon zu meinem Mascara-Favoriten generell aus der Drogerie entwickelt, deshalb wollte ich euch die unbedingt zeigen. So, und dann habe ich hier noch zwei Körperöle. Das ist einmal das sehr beliebte, oh, ich habe hier sehr viele beliebte Produkte heute in diesem Video, Körperöl von Sol de Janeiro, was aber auch sehr, sehr teuer ist und was leider viele davon abhält, sozusagen, es sich zu kaufen, obwohl sie große Fans von Sol de Janeiro sind. Die günstige Alternative kommt von Finial. Das ist ein Körperöl, was neu rausgekommen ist, habe ich bei Rossmann gefunden. Und ich habe euch ja vor einiger Zeit, also es ist wirklich schon einige Zeit her, die Körperlotion von Finial als Alternative zu der Körperlotion von Sol de Janeiro empfohlen, weil ich auf die durch eine Zuschauerin aufmerksam geworden bin. Die hat mir erzählt, dass sie findet, dass der Duft natürlich schon insgesamt ein bisschen anders wirkt.
wirkt, aber dass diese Grundnote von Sol de Janeiro bei Finial irgendwie krass durchkommt. Als sie das gesagt hat und ich dann in der Drogerie dran gerochen habe, habe ich direkt verstanden, was sie gemeint hat. Bei diesem Körperöl, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, finde ich schon, dass Sol de Janeiro deutlich kräftiger riecht, dass dieser typische Sol de Janeiro-Duft einfach viel, viel stärker durchkommt als hier. Auch hier ist es aber wieder so, dass man so eine Grundnote wahrnimmt, die allerdings so ein bisschen, wie soll ich sagen, kaugummimäßiger wird und auch ein bisschen mehr in so eine fruchtig-blumige Richtung geht. Ich weiß aber, dass sich, wie gesagt, viele gern das Sol de Janeiro Körperöl gekauft hätten und wollte euch das deshalb einmal zeigen. Auch hier ist es so, dass auf den ersten Blick die Konsistenzen komplett unterschiedlich sind. Das Körperöl von Finial, das sprüht man zum Beispiel auch. Finde ich ganz praktisch, muss ich sagen. Aber hier ist jetzt zum Beispiel auch wieder so, wenn man das frisch aufsprüht, weiß man genau, finde ich, was mit dieser Grundnote von Sol de Janeiro gemeint ist. Also die kommt direkt durch. Und jetzt ist es eben so, dass beide etwas dickflüssiger auf der Haut wirken, obwohl, wie gesagt, das Körperöl von Finial mit diesem Sprühnebel aufgegeben oder aufgetragen wird. Auch am Anfang ist es noch so, dass das Produkt von Sol de Janeiro etwas reichhaltiger, etwas fester sich anfühlt. Das von Finial geht eher ein bisschen mehr in diese wässrige Richtung. Wenn man die dann allerdings so verteilt hat und sie beide so ein bisschen eingezogen sind, nimmt man gar keinen Unterschied mehr wahr, weil sie sich beide so richtig geschmeidig und ja, so richtig rückfettend halt auf der Haut anfühlen. Also man merkt, dass beide die Haut pflegen können und beide die Haut so ein bisschen glänzend machen. Auch hier habe ich mir nochmal die Inhaltsstoffe genauer angeschaut und die gegenübergestellt. Es ist so, dass in dem Produkt von Sol de Janeiro tatsächlich deutlich mehr Öle drinstecken, aber zum Teil sind es ähnliche Öle. Also es ist zum Beispiel bei beiden Sonnenblumenöl enthalten, was jetzt kein besonders hochwertiges bzw. teures Öl ist, aber trotzdem als Öl pflegen bzw. geschmeidig machen kann. Bei dem Produkt von Sol de Janeiro wird auf Olivenöl gesetzt, was ein Öl ist, was tatsächlich sehr, sehr nährend und reichhaltig ist, sich allerdings meistens ein bisschen zu schwer auf der Haut anfühlen kann. Bei Finial ist Avocadoöl enthalten. Das ist auch ein Öl, was wirklich sehr, sehr weit in die Haut eindringen kann, auch sehr, sehr reichhaltig ist, allerdings nicht so dieses schwere Gefühl auf der Haut macht. Ansonsten lässt sich bei Finial sowas wie Shea Butter finden. Bei Sol de Janeiro stecken sowas wie Squalane drin und sie enthalten auch beide eine ordentliche Portion an deklarationspflichtigen Duftstoffen. Wie gesagt, finde ich bei Körperpflege jetzt nicht so wild und gerade bei den Produkten kommt es ja auch ein bisschen auf den Duft an. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt, wenn ihr das Produkt findet und ob ihr es mal testen möchtet. Wenn ihr das bereits getestet habt, schreibt mir gerne, wie ihr es findet. So, meine Lieben, und das war's dann mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, lasst mir super gerne einen Daumen nach oben da und nun wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss.